Es gibt eine weitere Roomtour, und zwar die Roomtour in meinem Schlafzimmer. Das habe ich ja auch vor kurzem umgestaltet. Das Makeover gibt es hier. Ich wollte euch das jetzt aber trotzdem auch noch mal im Detail zeigen. Es ist nämlich noch ein bisschen Deko dazugekommen und ich glaube, einige Leute interessieren auch die einzelnen Möbelstücke und Dekoartikel, die hier so drin sind. Und deswegen geht es jetzt los mit der Roomtour Schlafzimmer. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Jelena, so wie auch dieser Kanal heißt. Und hier dreht sich alles um DIY und Interior Design. Also Roomtouren, Home Stories, viel DIY, was mit Einrichtungen zu tun hat, aber auch ein bisschen, ach, Nachhaltigkeit, keine Ahnung. Alles, was mit DIY zu tun hat. Ich liebe es einfach, Sachen selber zu machen. Und wenn es euch genauso geht und euch diese Themen interessieren, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Mir ist unsere Wickelecke. Ich bin ja vor kurzem Mama geworden und hier ist wirklich fast alles selber gemacht. Also von A bis Z. Ich erzähle euch zu den einzelnen Sachen jetzt mal ein bisschen was. Und zwar die Lampe, die hier hängt, ist super praktisch zum Wickeln. Ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken, weil das mehr so ein Ambient Light ist, also es ist keine Lampe, die jetzt wirklich super viel Licht gibt. Wir haben aber da jetzt so eine Philips Hue Birne reingemacht, die man dimmen kann, und das ist zum Wickeln nachts besonders so perfekt, weil man kann sie halt heller und dunkler machen, so wie man es gerade braucht. Der andere, der gerade im Bett schläft, das bin dann ich, weil Richard wickelt. Ich werde davon nicht so richtig, also es ist nicht so eklig, davon aufzuwachen von so einem hellen Licht, und es reicht gleichzeitig, um alles zu sehen, was man sehen muss. Dazu kommt, dass ich sie nach wie vor sehr schön finde. Wenn ihr die auch schön findet, dann guckt euch das Video dazu an. Das habe ich euch hier verlinkt. Dazu gibt es natürlich auch eine Anleitung. Ich finde auch hier in diesem ganzen Kontext mit dem hellen Holz passt es sehr schön, weil das Holz von der Lampe auch so schön hell ist. Da habe ich das Kabel noch ausgetauscht. Wenn ihr euch das Video anschaut zum DIY, dann werdet ihr sehen, da ist noch so ein graues Textilkabel dran. Ich fand jetzt, in dieses Zimmer passt dieses goldene einfach besser. Ein Baby meckert. Habe ich ja schon in weiser Voraussicht ein Regal gebaut. Ich wusste, die Wickelecke kommt hier hin. Das habe ich schon vor ein paar Monaten gebaut. Das Video könnt ihr euch auch dazu hier angucken. Ich gehe jetzt mal nicht im Detail drauf ein, was jetzt hier alles in dem Regal drin ist und der Wickelkommode. Das interessiert vielleicht viele einfach nicht, und vielleicht mache ich dazu noch mal ein separates Video. Wenn euch das interessiert, wie ich das alles hier organisiert habe, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, oder ihr könnt auch hier einfach mal abstimmen. Den Wickelaufsatz haben wir auch selber gebaut. Dazu gibt es hier ein Video. Also es ist fast alles dokumentiert, was wir hier gemacht haben. Ich finde, es ist super, super schön geworden, sieht sehr hochwertig aus. Susi hat mir, meine Freundin, dabei geholfen in der Schwangerschaft. Das war nämlich schon ziemlich gegen Ende. Das ist so kurz vor knapp fertig geworden. Es hat eine perfekte Höhe zum Wickeln. Da drauf habe ich so eine wunderschöne Wickelauflage von Etsy. Ich kann nach bestem Wissen und Gewissen euch auch alle Produkte, die ihr jetzt noch kaufen könnt, unten in der Infobox verlinken. Dieses Video ist nicht gesponsert, also ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich euch diese Produkte zeige. Aber vielleicht findet ihr sie genauso schön wie ich. Die Kommode an sich, wo der Aufsatz drauf ist, also die gibt es schon ewig, ewig, ewig. Die hatte meine Mama früher, kommt aber, glaube ich, ursprünglich aus dem Elternhaus von meinem Papa. Da wurde ich selber schon drauf gewickelt. Wer mir schon länger folgt, der kennt die Geschichte, habe ich schon tausendmal erzählt. Also hier wurde ich selber schon drauf gewickelt, was ich persönlich total schön finde, wenn so Sachen lange im Familienbesitz bleiben und so eine Geschichte haben. Die habe ich mal abgebeizt und neu lasiert. Da war ich auf so einem Shabby-Chic-Trip. Das ist schon ein paar Jahre her. Mittlerweile hätte ich sie wahrscheinlich einfach Natur gelassen, wenn ich mir schon die Arbeit mache, die abzubeizen. Jetzt ist sie in so einem Kalkweiß lasiert. Ich finde es auch immer noch schön. Ich würde es nur nicht nochmal genauso machen. Hier über
über die Wickelkommode jetzt ganz neu noch diesen Vogel aufgehängt, den ich sehr liebe, den ich auch als Kind schon hatte, den hat mein Papa gebaut. Mein Papa ist Tischler, das wissen ja die meisten von euch auch. Also ich habe so ein paar Sachen, die er für mich damals gebaut hat noch und da finde ich es halt auch total schön, dass der jetzt hier über der Wickelkommode hängt und ich finde, der macht so wunderschöne Bewegungen und ich glaube, wenn meine Tochter auf dem Wickeltisch liegt und diesen sanften Vogel da fliegen sieht, dann wirkt das bestimmt beruhigend. Wir haben es noch nicht ausprobiert zu diesem Zeitpunkt. Dann die ganze Bettkonstellation. Also, ich habe das alles ausgesucht, bevor das Baby da war und habe hier so eine Kombi von Maison du Monde mir ausgesucht. Und zwar als allererstes gab es das Bett. Da wurde auch sehr oft nachgefragt. Wie gesagt, das ist von Maison du Monde aus der Portobello-Serie. Ich finde die ganze Serie super schön. Das ist so Mid-Century-Modern-mäßig. Also wer den Stil mag, sollte da mal gucken. Die Nachttische sind auch von Maison du Monde. Da weiß ich gerade das Modell nicht. Wie gesagt, ich versuche euch alles unten zu verlinken. Und die Lampen auch. Ich finde, diese Lampen sind, ich mag ja Brüche sehr gerne und ich finde diesen Industrial Style, der zu der abgerissenen Wand passt, finde ich in Kombination auch mit der neuen blauen Wand super schön. Ich finde, es sieht nicht zu, also im Kontext so alles zusammen nicht zu industrial-mäßig aus, aber hat immer noch den Touch und ich mag das auch immer noch sehr gerne. Deswegen habe ich mich für diese Lampen entschieden. Und ich mag auch gerne, dass die an der Wand angebracht sind und nicht auf den Nachttischen stehen, gerade jetzt, weil ich durch das Babybett an meiner Seite jetzt gar keinen Nachttisch mehr habe. Eigentlich haben wir von den Nachttischen nämlich zwei, so richtig hotelmäßig, zwei gleiche Nachttische. Aber auf meinen muss ich gerade verzichten. Zur Wandgestaltung sage ich jetzt nicht besonders viel zu der Farbe und zur abgerissenen Tapete und so. Dazu gibt es ein Makeover-Video. Zu der Tapetenabreiß-Action gibt es auch noch ein Video. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Und genau, das Makeover mit Farbgestaltung und so weiter gibt es nochmal extra. Das könnt ihr euch gerne angucken. Das Babybett ist ein Beistellbett von Baby Bay. Und das habe ich gesehen, das ist von eBay Kleinanzeigen. Das habe ich gebraucht gekauft. War trotzdem recht teuer. Also die sind nicht ganz so günstig. Ich habe jetzt, glaube ich, für das Gebrauchte immer noch 100 Euro bezahlt. Ich wollte es aber unbedingt, weil ich die so schön finde. Und ich finde, es gibt einige schöne Babybett-Modelle, aber kein Beistellbett. Und das war mir irgendwie wichtig. Ich wollte gerne das Bett so auf einer Höhe mit meiner Matratze haben. Hier kann man den Boden so hoch und drunter stellen, je nachdem, wie hoch halt euer Bett ist. Und das fand ich so super praktisch. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich habe einen Fehler gemacht bei dem ganzen Zimmer. Das ist auch eine Sache, die mich jetzt im Nachhinein wirklich ein bisschen stört. Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen oder fällt euch auf. Deswegen greife ich mal vor. Es sind ein bisschen zu viele verschiedene Holzarten hier in dem Zimmer verbaut. Also verbaut und hingestellt. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Ich bin eigentlich nicht jemand, der viel Wert auf so Einrichtungsregeln legt. Wer mir schon länger folgt, weiß das. Deswegen sieht es bei mir auch nie katalogisch aus und nie 0815-mäßig. Ich persönlich mag das. Es eckt aber auch teilweise ein bisschen an. Das ist total okay. Nur im Nachhinein hätte ich lieber von Anfang an ein bisschen mehr darauf geachtet, dass diese Holztöne ein bisschen einheitlicher sind. Es ist, wie es ist, aber zurück zum Babybett. Hätte ich darüber ein bisschen länger nachgedacht, dann hätte ich mich nicht für diese dunkle Version entschieden, obwohl ich die dunkle Version wahnsinnig schön und wahnsinnig edel finde. Ich finde nur nicht, dass sie perfekt hier reinpasst. Diesen Schrank liebe ich auch sehr. Der wurde angefertigt extra für die Hochzeit meiner Großeltern. Und den hatte dann ganz lange mein Papa und jetzt habe ich ihn. Da sind hauptsächlich Richards Klamotten drin, aber ist ja völlig egal. Er ist sehr schön hier im Schlafzimmer und vor allem finde ich ihn sehr, sehr schön in Kombination mit dieser blauen Wand. Da drauf haben wir zwei Koffer in dem unteren, der auch so einen schönen Blauton hat, den haben wir auf dem Flohmarkt gekauft für überraschend wenig Geld.
Ich glaube, es waren unter 10 Euro, also maximal 15 Euro. So, wo wir beide auch dachten, okay, wir können da jetzt nicht dran vorbeigehen, wir müssen den mitnehmen. Also das war ein richtig guter Flohmarktschuss. Der Koffer da drüber, der ist auch schon ewig hier. Den hat mein Papa mal irgendwann angeschleppt vor wahrscheinlich 30 Jahren, keine Ahnung. Deswegen ist jetzt der Henkel auch kürzlich kaputt gegangen, der ist wirklich schon sehr alt. Da sind jetzt gerade so ein paar Klamotten drin, die ich aktuell nicht trage, so BHs zum Beispiel, weil ich ja im Moment Still-BHs trage und die alten einfach nicht mehr passen und unpraktisch sind. Und Richards Basketball, den er manchmal benutzt. Anders als die Hantelbank, Insider für alle, die hier schon länger dabei sind. Der Basketball wird, glaube ich, öfter benutzt als die Hantelbank. Dann habe ich ja eine große, relativ große blaue Wand und mein Ziel, darüber rede ich auch ein bisschen in dem Makeover-Video, war ja hier so ein bisschen mediterranes Feeling reinzubringen, so ein bisschen Urlaubsstimmung, so ein bisschen, ich träume ja von einem Landhaus in Frankreich, so ein Vibe hier so ein bisschen reinzubringen. Und deswegen habe ich hier zwei Wandteller aufgehängt, die finde ich so ein bisschen mediterranes Flair hier reinbringen. Die habe ich von meiner Mama bekommen, die hat sie auch ganz super günstig gebraucht, gekauft und hatte sie auch eine Zeit lang bei sich hängen. Wandteller sind total Geschmackssache, kann ich total gut nachvollziehen, wenn jemand sie nicht mag. Ich finde es persönlich sehr schön. Ich habe die schon mal auf Instagram gezeigt, da war die Abstimmung, ob diese Deko cool oder scheiße ist, wirklich 50-50. Also wieder sowas, wo sich die Geister scheiden. Mir gefällt es auch in Kombination mit diesen Korbelementen. Da oben ist mein Hut, den ich in Thailand gekauft habe. Diese beiden Korbteile, diese runden, sind Deckel von den Körben auf der Wickelkommode, also in dem Regal da. Ja, so kann man einfach Sachen umfunktionieren. Ich dachte, das passt farblich alles sehr schön zusammen. Ich finde sowieso so Korbgeschichten an der Wand gerade mega geil und ich finde auch, dass es gut passt zu den Tellern. Aber wie gesagt, es muss nicht jeder mögen. Dann gibt es noch diesen Korb, den wir als Wäschekorb benutzen. Den habe ich auch schon, glaube ich, 2 oder 3 Mal gestrichen. Ich werde ihn jetzt, glaube ich, auch wirklich noch mal ein 4. Mal streichen oder ein 3. Mal, weil er mir jetzt in diesem Kontext zu dunkel ist. Ich mag die Farbe, aber ich glaube, ich muss auch einfach einen Weiß- oder einen Beige-Ton nehmen, um nicht schon wieder irgendwie das Gefühl zu haben, noch einen anderen Holzton hier drin zu haben. Deswegen ist das jetzt so ein Projekt, das habe ich vor der Geburt nicht mehr geschafft, werde ich aber demnächst wahrscheinlich noch machen. Ihr könnt euch übrigens in der alten Roomtour Schlafzimmer das Zimmer auch nochmal angucken, wie es vorher aussah. Es war wirklich so richtig dunkel und industrial-mäßig. Ich fand es auch cool. Ich wollte nur alles so ein bisschen heller und ein bisschen luftiger haben. Da hing an der Decke so eine Gitterlampe. Die waren ja auch voll angesagt mal eine Zeit lang. Und jetzt haben wir die ausgetauscht gegen so eine Art Kronleuchter. Das bringt so ein bisschen mehr Glam hier ins Schlafzimmer. Und ich finde es auch, ich finde diesen Messington auch mit dem Blau sehr schön. Und es bricht auch noch mal so ein bisschen mit diesem abgeranzten von der abgerissenen Wand mit dem Backstein und so. Das ist so ein schöner Bruch zwischen Glam und abgeranzt, industrial-mäßig. Das war die Roomtour Schlafzimmer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn euch die Themen rund um DIY und Einrichtungen interessieren, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns jede Woche hier wieder mit einem Video zu einem dieser Themen. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Okay.